Ja, wir müssen uns immer wieder mit Verschwörungstheorien aussetzen. H1N1 ist ein objektiver Befund. Vielleicht könnte man Ihnen ja doch argumentativ helfen. Erinnern Sie sich noch daran, das Virus ist nicht bei uns entstanden, wo es die bösen deutschen Ärzte gibt, sondern es ist entstanden in Mexiko und die Mexico City als Stadt ist 2 Tage fast vollkommen stillgelegt worden. Und zwar nicht von den Ärzten, sondern von den Seuchenbehörden, weil dieses Virus eben das erste Mal in Amerika nachgewiesen worden ist und dann erst zu uns rübergeschwappt ist. Und die Theorie, dass es das Virus nicht gäbe, ist wissenschaftlicher Unsinn.